Hier sieht es ein bisschen aus wie auf dem Bazar. Hat aber wieder damit zu tun, dass wir uns wieder auf die neue Reise machen. Diesmal nehme ich euch schon ein bisschen eher mit. Nicht erst der Einstieg im Oman, nämlich heute sind wir auf dem Berliner Flughafen, auf dem BER. Und schaut mal, wen ich noch getroffen habe. Rein zufällig. Der kommt euch doch bestimmt bekannt vor, oder? Könnte sein. Aber was wir machen, das verraten wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Tackle umgepackt. Und ja, jetzt werden wir gemütlich einchecken. Vielleicht noch ein Käffchen trinken oder sonst was. Oder was trinkt man hier in Berlin als Modegetränk? Kaffee ist gut. Okay, alles klar. Dann trinkt man Kaffee, dann sage ich mal den Bier. Und dann geht's los. Also, bleibt dran. Ihr dürft gespannt sein. Wird richtig geil. Wird richtig geil. Alles einpacken. Und ich habe auch schon Nemo gefunden. Nemo muss mit. Ne? Nemo muss mit. Sind die neuen Getaway Sea Angling Farben von Hybride. Und was für eine Überraschung. Wen treffen wir nachher in Frankfurt? Gregor. Ein Teufelskreis. So, jetzt ist es weg. Jetzt hoffen wir, dass es auch ankommt. Weil ohne dem, da sind 25 Routen drin, und dem geht nichts. Ne? Angeln ohne Angelrouten auf Madagaskar macht keinen Spaß. Aber kommt bestimmt an. Also dann gute Schicht. Und wir machen uns jetzt zum Boarding. Also auf geht's. Genau, da hat auch diese Pferdekopfmakrelen, haben sie die übersetzt damals im Fernsehen. Und ich saß als kleiner Junge da und dachte mir so, will ich fangen. Ja, dann haben wir vor der gleichen Folge gesessen und haben genau den offenen Mund gehabt. Geil, ey. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ich fliege jetzt mit, um so einen Teil hoffentlich zu scheppern. Klar, also das wird abgehakt. Der scheppert mich. Wir werden es sehen, ich halte ihn fest. Also ihr bleibt euch erhalten, ne? Wir lassen ihn nicht auf Madagaskar. So, nach ein paar Wirren im Flughafen sind wir jetzt hier eingetroffen. Und Basti, war spannend die Anreise, oder? Wild. Wild. Geht auch mal ein bisschen drunter und drüber zu hier beim Kofferschnappen, aber egal, letztendlich sortiert sich das alles aus. Mit ein paar Euro Kleingeld kann man auch alles regeln, na, wenn die Jungs mal die Hand aufhalten. Warme Temperaturen haben uns empfangen, wir sind schon einmal durchgeschwitzt, aber jetzt geht es eine halbe Stunde ins Camp und dann Arschbombe in den Pool. Das haben wir bitter nötig und ein kaltes Bier. Gut, bis später. Abfahrt! Ja, so ist das hier in Afrika. Reifen geht platt und schon geht auf der anderen Straßenseite ein Laden auf, wo man was zu trinken kaufen kann. Praktisch. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Bam! So, wildes Chaos hier. Sind jetzt vorhin erstmal angekommen. Kurze Dusche und jetzt wird Tackle aufgerüstet. Sieht ziemlich wüst aus hier, aber ich bin mir sicher, für morgen haben wir das Mikado-Spiel hier aussortiert. Guten Morgen. Etwas verpennt hier, aber ja, war eine erholsame Nacht auf jeden Fall. Gestern noch schön das Tackle zu euch gemacht. Ja. Steht's? Der Basti ist auch schon wach, sieht etwas frischer aus als ich. Ja, bist du bereit? Natürlich. Wie hieß es früher im Osten? Seid bereit? Nee, es hieß so, ich habe von nichts eine Ahnung, bin aber zu allem bereit. Oder so, genau. Immer bereit, meinte ich eigentlich. Ja, jetzt gehen wir erstmal schön frühstücken und dann beladen wir die Boote, machen uns auf den Weg. Gucken wir, wo der Rest ist hier. Da sind wir, noch am Strand von Nosy Be. Jetzt fischen wir uns den Weg zu unserer Insel, Antanimora. Und da kommen wir dann heute Abend an, haben dann uns so circa 100 Kilometer Wegstrecke fischenderweise dahin zubewegt oder auf die Insel zubewegt und ja, dann werden wir mal schauen, wie das Ergebnis heute Abend ausfällt. Ich bin auf jeden Fall heiß, alle anderen auch, und dann rocken wir den Teich hier. Also ihr dürft gespannt sein, ich bin's auch.
Bam. Ja. Thanks for landing. Ist das geil, ist das irre. Wieder auf den Hybrider hier. Yeah. Bam. Junge. Ja, ich glaube, den Basti überzeugen wir noch hier, den Zandern abtrünnig zu werden. Das ist ein anderes Geile Leben. Scheiße, oder? Andere Welt einfach. Das ist unglaublich. So, dann filmen wir mal drüber über den Film hier. Mein erster Giant Travelli. Auf voller Distanz eingestiegen. Schön am Futterfisch warm. Geil. So, Andreas, was haben wir denn hier? Was hast du dir da eingetreten? Kein Blauer. GT. Halt. Guck mal, Schiss. Da unten ist er. Ja, GT. Da kommt er. So, ich habe fertig, würde ich sagen. Wie jetzt? Das war jetzt erst der Anfang. So, Andreas, erster GT. Ja, Bingo. Geilo. Peng. Bam. Laufende Thunfische voraus. Hier. Und rein in den Popper. Robert, Fisch on. Hinten auch, ja. Ich habe gerade verzichtet, ich brauche nämlich die Aufnahme, weil das ist so geil, und das zu zeigen, wie das abgeht. Alter! The Sound of Success! Wie fühlt es sich am Balkon? Sehr geil. Mein Therapeut sagt, ich wollte damit nicht aufhören. Bam! 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 Alle, 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 alle! So, blutige Angelegenheit hier, aber jetzt hatten wir gerade richtig Alarm. Vier Routen gleichzeitig krumm. Die Yellowfins haben völlig durchgedreht hier. Einmal angefahren, reingeworfen. Ich liebe diesen Scheiß. Also wer das einmal mitgemacht hat hier, ich glaube Basti, der ist auch noch voller Adrenalin. Andreas, unglaubliche Szenen haben sie abgespielt. Aber genau dafür machen wir diesen kranken Scheiß hier. Genau das ist es. Und Basti? Was sagst du? Hat dich so ein bisschen geflasht, oder? Kein Kommentar. Völlig fertig. Jo. Ja, jetzt werden wir erstmal den ganzen Saustall hier aufräumen und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein paar schöne Fotos machen hier. Wahnsinn. Ja, Yellowfin. Yellowfin. Geil. Boah, krieg ich gerade so gestemmt. Ja. Wirklich jetzt. Jetzt kein Mist. So, was hast du gerade gesagt? Gerade keine Kraft mehr. Das Stemmen von dem Fisch, Alter. Wahnsinn. Wie hieß es in einem bekannten Werbespot mal, sind sie zu stark, bist du zu schwach? Ganz einfach. Kann sein. So, Dinner ist ready. Komm her, du Laufmelder, Essen fassen. Ja. Nochmal Resümee von dem Vormittag. Mein Ziel war es, ein Giant Travelli zu fangen, und den habe ich gefangen. Ich bin, also, es war hart, aber ich bin glücklich. Aber ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Gut, und jetzt Essen fassen. He's done!
Fisch an! Robert! Ja, wo vorher schon Biss gehabt? Boah! Siehst du nur die Schnur schneiden, ey! Genau, hier wird das Wasser schön geschnitten. Erste GT? Ja, GT. Wow. Bam. Bam. Läuft. Ist okay. Perfekt. Super. Geil. Baff. Ich war beteiligt. Können wir noch ein Catch and Cook machen hier? Sashimi. Sashimi. Ja, so schnell ist der erste Tag rum. Hatten wirklich jede Menge Action. Jetzt sind wir hier in unserer komfortablen Hütte. Schon mal meine Mütze dahin geschmissen, aber kleiner Gruß hier vom Ressort. Große Spielwiese für mich alleine. Gar nicht wahr. Hallo. Komm, Basti, da drüben hast du dein Zimmer. Basti hat da drüben das gleiche nochmal. Also wirklich, Leben wie Gott in Frankreich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Leben wie Gott auf Madagaskar. Ja, die sprechen doch Französisch hier. Die sprechen auf alle Fälle Französisch, ja. So, ich denke, erster Tag, die Arme sind lang, Basti, oder? Also wirklich, wirklich krass. Meine erste Bluefin Trevally. Mein erster Giant Trevally, mein erster Yellowfin Thunfisch. Der erste Skipjack? Oder hast du auch noch? Auch den habe ich auch noch gefangen und das erste Mal auch wirklich an die Grenze gekommen. Nach dem fünfmal Stemmen von dem GT war ich raus. Also einfach geil. Dieses muss man erleben, kann man nicht beschreiben. Ja, ich denke, das reicht für den ersten Tag. Wir haben super viele Aufnahmen gemacht und jetzt gibt es eine Dusche, dann gibt es lecker Armbrot und dann ist Wundenlecken angesagt. Und dann geht's morgen frisch ans Werk. Lauchmelder hat mir gefallen. Das war das Highlight des Tages. Ja. Und Basti, für was haben wir uns entschieden? Natürlich für den Yellowfin, den wir geangelt haben. Also echt ekelhaftes Essen hier, oder? Da muss man sich echt runterwürgen. Ekelhaft. Unglaublich. Naja. Chocolate-Eclair. Der Hunger treibt's rein, würde ich sagen, oder? Der Geiz behält's drin. So, wieder mal einen schönen guten Morgen. Alles wartet auf Basti. Hat dir Mutti nicht das richtige T-Shirt rausgelegt? Nein. Okay. Nee, dritter Tag. Schön gefrühstückt. Jetzt haben wir unsere Sachen gepackt hier und geht's raus aufs Wasser. Wir haben gestern beschlossen, dass wir heute vielleicht mal gezielt auf Marlin gehen. Die Hybrider-Jungs gestern, die haben den Vogel abgeschossen und haben einen gefangen und hatten noch einen weiteren hinterher. Die haben da über eine Stunde an der P6-Route dran gehangen und haben das Ding abgequetscht. Also ganz, ganz großes Kino. Und ja, das schauen wir heute mal, ob wir das nicht auch können. Wir nehmen allerdings das große Trolling-Besteck mit und schauen vielleicht mal einen halben Tag so ein bisschen über den Teich fahren und was hinterherziehen. Ihr werdet es als Erster erfahren. Also, bis später. Die Jungs haben jetzt die dicken Kabeltrommeln fertig gemacht. Oh, mal schauen, ob zum Schnabeltier anbeißt hier heute. Okay, das wäre natürlich Oberhammer. Para!
Si, senor. Da muss man einen Termin beim Zahnarzt machen, mein Kollege. Mara goes back. Yeah. Zeig mal her, da. Also, das ist mal... Das wäre für andere schon ein schöner Fang. Das ist ein Köder für echte Männer, ist das hier. Durchlaufmontage. Das ist immer... Ja, das ist immer Hülsen hier. So, wir haben jetzt, keine Ahnung, wie lange haben wir getrollt? 2-3 Stunden getrollt? Nee, gar nicht so lange, das ist jetzt erst um 10. Echt? Okay, dann haben wir 2 Stunden getrollt. Hatten irgendwie 3 Bisse gleich am Anfang, dann den Barracuda. Ja, und dann ist nichts mehr passiert. Jetzt haben wir uns entschieden, wir werfen mal kurz zwischendrin, weil hier relativ viele Baitfischschwärme unterwegs waren. Und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Action. Genau, und dann schleppen wir uns wieder zurück. Ja, ja. Ah, das war ein Fisch. Ja. Oh. Oh. Das war 2-3 Mal so richtig. Bam, 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 bam. Einmal gepoppt. Erster Wurf. Gleich Barracuda. Und irgendwann. Einmal. Und Gruppe. Auf die Slow-Jigge. Schön. Schön. Wenn man einen Jig runterlässt, weiß man halt nie, was hochkommt. Wie reißt es ab? Warum? Das war ein krasser Fisch. Das war ein Wahoo. Ja, aber why? What was wrong? What was wrong? Das ist auch relativ. Warum hat er mich angeschrien? Was war los? Ich weiß es nicht. Also. Ja, aber. Das ist auch sehr dünnes Kabel, oder? Also 30er? Das ist sehr, sehr dünn. Ja. Okay. It's fishing, it's wow. Fishing. Ja. Boah, geil. Ja, noch ein großer Leiter. Yeah. Geil. Wieder mit dem Gummi. Boing. Und ich sag gerade noch, wir haben 3 Popper perfekt in eine Reihe auf den Baitfischschwarm geworfen. Und mein Popper in der Mitte und dann pupp, weg war er. Die haben sich das schwächste Glied in der Kette ausgesucht. Ja. Achtung, Lauchmelder geht wieder an. Schöner. Oh, schöner Bluefin. Jeppe. Sauber. Jeppa. Bluefin. Was besseres hier. Let's get GT. 12 cm Bastians Gummifisch. Nein. Nicht lustig. Und was ist das für ein Haken? 3-0er? 4-0er? Herr Balko, was machen Sie denn hier schon wieder? Ja, ein bisschen rumgespielt. Ja, auf 18 Meter kannst du um 18 Gramm fischen. Genau. Bei 21 Meter musst du schon 21 Gramm nehmen. Ja. Mit Bait halber. Ja, kann sich doch sehen lassen für Reiseroute und 12er Gummi, oder? Also, die Zanderhaken halten. Baitholder. Ultimativer Härtetest, gibt jetzt keine Ausreden. Ran mit die Dinger und pumpen. Was GT aushält, hält auch Zander aus. Da gibt es nichts Vergleichbares. Cool, super. Mal einen schönen guten Morgen aus dem Paradies. Mit dem Martin hat es gestern leider nicht geklappt. Wir haben dann noch wie üblich ein paar Bluefin Trevelies gefangen, einen schönen GT, wie ihr gesehen habt, und ein bisschen buntes Zeug aus dem Riff gezerrt. Heute haben wir einen Spezialauftrag vor. 2 Boote von uns,
Also, das hinten, die Brüderjungs und wir, na, ich denke mal, wir fahren jetzt so 2,5 Stunden Boot, gucken uns mal einen neuen Platz an, der hoffentlich Fisch hat, wie Sau, und wie es da läuft, ob wir da ordentlich was fangen und was wir fangen, das seht ihr sowieso später. Und vielleicht probieren wir es ja nochmal auf Marlin. Also, ich würde aber sagen, das packen wir in die nächste Folge, weil war schon wieder sehr ereignisreich. Und ihr dürft gespannt sein, ob wir den Marlin fangen, ob wir heute hier ordentlich den Teich rocken. Eine gute Zeit haben wir sowieso. Und bis zur nächsten Folge. Dann dranbleiben und mitfiebern. Bis dann, ciao. Jungle! Oh, 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 Spaß! Geil! Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Haha, wild! Hi! What's up? Bye bye, hi!